Ja, hallo, heute male ich mit dir ein Bild ganz intuitiv. Intuitiv malen bedeutet immer, den ersten Impuls zu vertrauen und auch nur einen Schritt weit zu denken. Das bedeutet, du überlegst dir, mag ich heute Sonnengelb oder das Blau vom Nachthimmel? Und das Erste, was du in dem Moment gedacht hast, war eben das Sonnengelb und schon fängst du damit an. Ja, und genau so ist es mit den Formen. Ich habe mir überlegt, ich mag heute was Rundes oder mag ich vielleicht doch lieber mal Zacken. Und dann war die erste Idee eben das Runde. Mag ich Rot oder Grün mit einbringen, dann war es in dem Fall das Rot und ich beginne dieses Rot hinzuzumalen. Ich werte das auch nicht, das bleibt völlig frei und erst danach überlege ich mir, wie es weitergeht. Und dann dürfen immer wieder Dinge hinzukommen, neue Farben, neue Formen, mit Schablonen was draufmalen. Das macht ja die Acrylfarbe möglich, dadurch, dass sie dann getrocknet ist und du kannst immer wieder drauf malen. Ja, und ich persönlich bin gerade in der Kringelzeit. Mir tut es einfach gut, wenn ich diesen Pinsel einfach so schwingen kann und dass der im Fluss ist. Und ich kann immer wieder neue Farben da einbringen. Jetzt kannst du mal probieren, was ist denn dein ganz persönlicher Schwung? Es hat ja jeder so eine Handschrift auch beim Malen. Was macht denn dich dabei aus? Das darf ganz anders aussehen bei dir. Ja, schau, und hier lacht mich etwas an. So was passiert, wenn man intuitiv malt. Wenn man einfach nicht denkt, kommen Geschenke zu dir, mit denen du gerade gar nicht gerechnet hast. Ja, und nun schenke ich dem kleinen lustigen Kerl noch ein paar Herzen, ein paar Blumen, Stempel mit Schablonen. Und nun bist du dran, trau dich, denk immer nur einen Schritt, vertrau deiner Intuition und stell dir mal vor, du kannst das in deinem ganz normalen, reellen, echten Leben integrieren. Das bedeutet bei dir sein, achtsam sein und im Hier und Jetzt sein. Viel Spaß!